Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist GTA Roleplay auf Homestate. Mein Hotelzimmer, wunderschön. Wir können eigentlich gleich rausgehen. Ich wollte noch mal kurz auf mein Handy gucken, ob es irgendwas Neues bei Whistle gibt. Wieso habe ich 12 Follower? Okay. Alles klar, wo kommen die jetzt her? Das sind die Fotos, die wir noch gemacht haben. Sucht niemanden, Kellner? Schade. Doch, hier, ruf mal durch. Leitstelle. Ich habe Platz im Keller. Okay. Ich würde mal sagen, wir rufen da mal an. Das muss ich mir nur mal kurz notieren. Also, der ACAP hat 249... 442. Und der Falk Jacobo . Ich habe nämlich geschaut, erstmal fürs Erste, ob vielleicht irgendjemand Kellner oder so braucht. 24041. Ich habe Platz im Keller. Stadtpläne habe ich mittlerweile. Ich habe noch einen übrig. Brauchst du eventuell eine Statue? Hat jetzt noch jemand gefragt. Ruf mich einfach an. Okay, Penny. Alles klar, der andere kenne ich schon. Einreisegespräch überlebt. Es darum. Ah ja. Wieso müssen wir reden? Alles klar, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Und es schaut so geil aus hier. Alles klar. Wie schaut es bei euch im Ton aus? Das ist cool, das seht ihr immer, wenn ich gemutet bin im Spiel. Oben rechts. Ich muss ganz viel trinken, sonst versagt mir die Stimme. Also. Falsch. Hallo? Hallo? Ja? Mimi, hi. Entschuldigung, mein Handy hat gesponnen. Hi. Ah, okay. Hey. Bist du noch im Hotel? Nein, nein. Ich mache gerade komische Verrenkungen auf meinem Bike und suche den Mirror Park. Weißt du zufällig, wo der ist? Nee. Wieso? Was willst du da? Da ist angeblich dieses Café Kunterbunt, hat mir jemand geschrieben. Ach, wirklich? Ja, ich würde da gerne mal hingehen, weil laut Whistle war das gestern zum Beispiel geöffnet. Ach, okay. Mich haben auch zwei angeschrieben wegen Kellner, dass ich da anrufen soll. Oh, lass mal treffen und... Ja. Wo bist denn du? Am Hotel, aber ich habe hier auch mein Auto, also ich könnte auch zu dir kommen. Ich suche halt Außer den du willst zusammenfahren, dann hol mich mein Motorrad ab und wir suchen zusammen den Mirror Park. Ja, dann machen wir es so. Bist du vorm Hotel oder kommst du zum Würfelpark? Ja, ich kann vorlaufen. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Tschüssi. Ja. Ton passt super. Danke. Gehe ich richtig? Ich glaube schon. Oh
So. Ach, Leute, ich und mein Husten, ich sag's euch. Also, ich bin ja gemutet, deswegen kann ich kurz erzählen. Es sieht hier alles ein bisschen anders aus, was ich richtig geil finde. Ich war zum Beispiel auch schon in einem 24-7, also in einem 7-Eleven. Und jetzt muss ich voll aufpassen, dass ich nicht die richtigen Wörter benutze irgendwie. Nachdem ich jetzt wirklich dort war. Aber hier war leider abgesperrt und da waren echt viele Penner. Ich erzähle gleichzeitig von LA jetzt, während ich hier rumlaufe. Super eingeparkt, Mimi. Da ist ein Auto, Bitte? ne? Super eingeparkt, da ist ein Auto. Meine Scheiben sind noch ein bisschen beschlagen. Ich habe es nicht gesehen. Huch. Okay. Ich komme mal zu dir. So. Komm mal aufgesprungen. Hat dir irgendjemand gesagt, wo der Mirror Park ist? Oder Nee, leider nicht, bist du aber ich. blind unterwegs? Nee, ich bin blind Ah, unterwegs. shit. Vielleicht Ey, postest warte. du es mal. Nee, ich bilde mir ein, dass ich weiß, wo der war. Warte mal ganz kurz. Okay. Hast du auf der Stadtkarte nochmal geguckt? Ich bilde mir ein, dass ich da schon mal vorbeigefahren bin. Aber wo war denn dieser Business Tower? Ich, ist der nicht da? Der ist beim Business Tower, Ich glaube ich, habe bilde ich keine mir Ahnung. ein. Ich weiß gar nichts von einem Boah. Business Tower. Hat er in Wo der gibt's denn Stadtführung nicht Business Tower? erzählt? Oder ich habe Aber geschlafen? bist du noch nie da vorbeigefahren? Nee, ich war noch nicht so viel jetzt in der Stadt. Ich war so Ach müde so. nach dem Flug, dass ich habe mich jetzt nur das eine Mal mit dir getroffen. Aber Und da gestern bin bist du auch den ich. ganzen Tag rumgedüst. Naja, Ja, whatever. aber hauptsächlich mit dir. Nee, du bist die ganze Zeit mit dem Typen rumgedüst. Ja, aber da habe ich Ach jetzt nicht so. so auf die Straße geguckt. Ach so. Das hört sich falsch an. Hört sich wirklich falsch an. Soweit ich das nicht, Mimi. Arkadius. Ja. Will es nicht wissen, Okay. was ihr gemacht habt. Maze Bank, warte mal, was ist denn Hat Arkadius? mir alles gezeigt, aber den Business Tower nicht. Oh, das hört sich schon wieder falsch an. Okay, ich google jetzt, wo dieser bescheuerte Mirror Park ist. Aber wie? Ja, schreib doch bei Whistle. Ja, ich schaue erstmal unter dem Hashtag. Und ich rufe nachher noch die zwei Leute an. Ach, vielleicht habe ich noch eine Antwort bekommen. Mirror Park, Mirror Park. Oh, das ist mein E-Mail-Konto. Anscheinend gibt's da. Mailbox, verpasster Anruf. Oh. Ja, bei mir auch ungefähr 10.000. Ach du Scheiße. Gib halt an. Du, warte mal. Da ist es ist anscheinend eine Die Wohngegend. Fressbude hat mir geantwortet. Cool. Da haben wir uns wohl verpasst, aber wir können auf jeden Fall zwei Leute gebrauchen. Wann haben die dir das geschrieben? Gestern, eine Stunde nachdem ich ins Bett gegangen bin. Ach, wie cool. Zwei sogar. Das ist geil. Okay, und ich glaube, die haben auch versucht, mich anzurufen dann. Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf verpasste Anrufe. Bei mir auch, Wer komischerweise. sind Was die soll denn alle? das? Oh, fuck. Wo ist der Mirror Park? Ich Aber fahre das jetzt sind einfach mal lauter hin. fremde Nummern. Ja, ich habe gerade auch alle versucht, irgendwie anzurufen. Und Okay. Aber würde dann, da würde schon der Name stehen, wenn ich den eingespeichert hätte, oder? nee, eben nicht. Ah, oh, das ist ja blöd. Das ist richtig doof. Mich hat ungefähr 18.000 Mal der Steven angerufen. Im 10-Minuten-Takt. Okay. Oh, mich hat auch dreimal dieselbe Nummer angerufen im Stundentakt. 334 endet die. Okay, da hat es jemand aber ganz schön nötig, dich zu sehen. Warte, wer ist Mirror Park, Mirror 334? Park. Das ist der Chris. Das war mir klar. Wirklich? Ja, ich dachte mir das. Okay. Hallo, der steht ja mal total auf dich. Nein, der ist einfach nur nett. Doch. Ja, genau. Bisschen naiv, das zu denken. Ja, weil es muss ja nicht immer gleich jemand auf jemanden stehen, oder? Ja, das stimmt allerdings.
Man kann ja auch. Das nicht der Mirror? Nee, das ist gar kein Park. Ich glaube. Ist der nicht in irgendeinem Gangbezirk? Hat er uns nicht. Jetzt erinnere ich mich, hat er uns nicht irgendeine Gang gezeigt, wo der Mirror Park in der Nähe war? Ja, du warst im Auto. Bei dem Blatz oder so? Oh, ich habe keine Ahnung. Wo sind die Blatz? Ich weiß es nicht mehr. Da bist du noch in der richtigen Richtung, oder? Scheiße. Oder ist es da unten bei dem See rechts irgendwie, bei diesem kleinen? Könnte auch sein. Dachte ich nämlich. So ein See würde eigentlich passen zu einem Park, ne? Ja, oder rechts oben, aber da ist doch Vinewood, da ist doch kein... Nee, ich glaube nicht, dass bei Vinewood oben der Mirror Park ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Düs doch mal ein bisschen rum und ich guck mal wegen Jobs nebenbei auf dem Handy. Okay. Ich weiß nicht, wohin. Ich fahr jetzt einfach mal hier hin. Oh, Gesundheit. Entschuldigung. Gut, dass du vor mir sitzt. Oi. Hallo, ich habe jetzt keine Krette oder so. Das hat sich sehr nass angehört. Ja, es war auch sehr nass. Ich habe meinen ganzen Lenker vorgenießt. Siehst du? Okay, einmal der Kiss. Ja, genau. Besorg uns mal den Job. Wir können, also, das Kaffee wäre schon auch schön. Mhm. Aber Hauptsache jetzt erstmal Job. Eben. Eine Fressbude ist ja auch interessant eigentlich. Ja. Ja. Ich muss jetzt erstmal Geld verdienen und dann kann ich mir ein Auto kaufen. Genau. So, ich hau jetzt aus, sag's meine euch. Kleine Maus. Wie hast du geschlafen? Was redest du? Ah, voll gut. Wie ein Baby, hey. Vor allem nach dem langen Flug und allem. Ich war so fertig. Ich bin ja mit dir noch rumgedüst, aber irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe einfach nur geschlafen. Ich war so fertig. Vielleicht habe ich auch Jetlag oder so. Das kann auch sein. Bei mir geht es mittlerweile wieder, aber... Okay. Okay, was ist das für eine Ampel? Warum ist es keine Sau da? Da warte ich doch jetzt nicht an der roten Ampel, oder? Nee, fahr. 185. Ja, bei mir war das Bett hatte, ich habe die Federn richtig in meinem Rücken gespürt. Das war echt kein geiles Bett. Ah, die Fressbude hat mich versucht zu erreichen, okay. Ah, ruf mal an. Ich schau gerade noch, was die letzte Nummer ist und dann. Hä? Ach, hier. Das ist aber auch ein schönes Gebiet 185. hier. Hier ist doch der Mirror, aber was hat das echt? Mit Mirror? Uch. Das ist, glaube ich, kein. Spiegelpark. Ja, der hat um 16:30, um 17:30 und um 23:45 angerufen, der Chris, gestern noch. Gestern Abend oder um Nacht? Gestern Abend, also gestern Nacht um 23:30. Ah, okay. Da schlafe ich doch. Boah, ist das schön hier. Und dann heute um 1:30 in der Nacht, heute Morgen, irgendeine Nummer mit 37ern und 28. Mich auch eine mit. Ich glaube, es ist die Rose. Ah. Oh, ist das schön. Warte mal. Mit 37ern. Ja, das ist die Rose. Oh, schau mal, wie schön es hier ist. Das ist ja wirklich voll schön. Schau mal hier hinter. Mhm. Oh, Mirror Park! Ja, da ist er. Shiva. Ohne irgendwie das zu googeln oder fremde Hilfe. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja, voll. Das ist schön hier. Lass mal zu Fuß hier. Ja, wir können hier spazieren gehen und ich rufe die Leute an. Okay, ich brauche einen Parkplatz irgendwie. Ach so, ja. Du kannst ja nicht hier reinfahren. Ich glaube, das ist nicht so cool, nee. Mhm. Ich packe jetzt einfach mal hier. Ob man es darf, ich weiß nicht. Egal. Naja, schlimmstenfalls wirst du abgeschleppt, ne? Von wem? Wahrscheinlich schleppst du den dann ab. Ja. Ist halt echt so. Ja, wenn soll ich dich kennen? Dann würde ich nicht dein sagen. Mhm. Okay, also. Vielleicht. Ach, schau mal, die Brücke da ist voll schön. Da vorne. Die ist total siehst du die? Schön, ja. Sieht so nach Venedig aus. Vielleicht irgendwie. Gehen wir da mal hin und dann rufe ich mal ein bisschen. Diese Telefonnummern an. Okay, ich muss ein bisschen die Augen offen halten nach einem Kaffee. Ach so, ja. Oh Gott, ist das schön hier. Richtig schön. Ich habe total, weiß ich nicht, ich habe richtig ein Déjà-vu hier. Das ist voll schön, hier spazieren zu gehen. Ja,
Ich habe das noch nie gesehen, auch nicht auf Bildern oder sonst wo. Ah, okay. Ist ganz schön warm. Vielleicht ziehe ich mir dann irgendwie meine Jacke noch aus. Ich müsste eigentlich auch meine Jacke ausziehen. Alles versaut mir meinen Style. Es ist schon wieder so heiß, ist heute. Da Findest hinten du? könnte. Ja. Ich schau mal kurz dahinter, ja. Okay, ich Kannst ja. telefoniere mal, ne? Ja, ich bin heute noch im, also ich bin eigentlich immer im Discord. Also man kann mich eigentlich immer anschreiben und ich sehe das meistens am selben Tag noch. Ich bin voll verwirrt gerade. Ach, hier war das. Oh, haha, das wollte ich nicht. Ich hoffe, ich habe es gerade wieder angezogen. Das ist ein bisschen blöd, dass man so schnell da rausfliegt. Ich wollte eigentlich was anderes. Ach, genau, Kopfbedeckung, das war's. Ja, sie hat es wieder an, okay. Aber ich ziehe mal kurz das andere Oberteil an. Entschuldigung. Ich frage mich, wie viel man davon dabei haben kann und ob man das auch anders auswählen kann. Ach so, oh, quatschen eher nicht. Ich werde wahrscheinlich nach dem Stream meine Stimme schonen und gar nicht mehr reden heute. Tut mir leid. Hi, Firo. So. Mache ich mal den Ton wieder an. Rufen wir mal die Fressbude an. Ah. Okay. Da haben wir uns leider doppelt verpasst. Nico! Vielen, vielen Dank für dein Resub. Danke dir, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Du Eiswürfel. Schau, da verliere ich gleich meine Stimme. Oh Mann. Ach, das eingepflanzt muss ich noch rausnehmen. Ein Eiswürfel kann sich ja nicht einpflanzen, ne? Okay. Da haben wir uns leider doppelt verpasst. Eine Freundin und ich hätten auf jeden Fall Interesse. So. Und dann gab es noch 555. 249. 442. Oh. Auch nicht da. 555 240 41. Auch nicht da. Schade. Dann schreibe ich denen noch kurz eine SMS, während die Mimi da rumsucht. Und wer ist das? Andrew. Ah, ich weiß, wer das ist. Also ich glaube, es gibt keine Taste zum Einspeichern. Doofes Handy. Der hat halt 1, 2, 3, 4. Also 5, 5, 0, 9, 7, 4. Alles klar. Okay, bis die Mimi wiederkommt, schreibe ich noch schnell eine SMS. Wie?
Wahrscheinlich so. 249. 442. AC, AB. Kontakt über Whistle Kellner. Und Jakobo Falk. Keine Ahnung. 240 41. Kontakt über Whistle Kellnerjob. Dann schreiben wir den auch noch schnell eine SMS. Ah, okay, nicht da. Sehr gut, Firo. Ich habe Witcher immer noch nicht durch, also. Bei so langen Spielen höre ich voll oft einfach dann auf. Also zumindest, wenn ich sie nicht nur für mich spiele. Aber nee, eigentlich passiert mir das häufig. Ich hatte das auch bei Borderlands und also alles, was kein JRPG ist, tatsächlich, was viele Stunden hat. Ich schaffe das nur mit JRPGs. Die können 70, 80 Stunden dauern. Die spiele ich durch. Wenn die Geschichte geil ist, und die Geschichte von Witcher ist voll geil, aber trotzdem. Ich rufe jetzt die Mimi an, ich weiß nicht, wo die ist. Ja? Wo bist du denn? Ich bin bei dem Kaffee. Aber wo ist das Kaffee? Mit den Geschäftsführern gesprochen, die sind gerade erst irgendwie angekommen und ich habe sie total belagert gerade. Oh, weil ich hätte ja auch Interesse. Ach so. Ja. Hast du das irgendwie nicht gewusst? Ich dachte, bei dieser Bude wolltest du... Nein, lieber bei dem Café, aber wenn das halt nichts wird, dann bei der Bude. Ach so. Ja, ich hol dich schnell vom Park ab, ja? Okay, ich bin bei dem Zebrastreifen. Okay, bis gleich. Bis gleich. Alles klar. Mimi hat mich natürlich wieder vergessen, wie immer. Aber irgendwann hast du sie durch. Ja, Witcher wollte ich halt im Stream weiterspielen. Und das ist halt blöd. Also so viel kann ich gar nicht streamen, dass ich das alles schaffe. Und du suchtest dich immer durch. Ja, das schaffe ich halt echt nur bei GTA und bei diesem Spiel einfach. Bei diesem Roleplay. Weil es halt immer was anderes ist und unerwartet, weil du mit echten Menschen interagierst und das ist einfach so geil. Und weil ich einfach Shiva so liebe. Also ihre Art, ihre Rolle. Und wenn ich länger nicht Shiva bin, dann vermisse ich sie irgendwie. Und ja, ich mag sie einfach. Falls ihr euch wundert, also GVMP hat natürlich, also Sachen aus GVMP und so werden natürlich nicht erwähnt. Es ist halt irgendein Teil der Vergangenheit, der aber hier nichts zu suchen hat. Weshalb ich sie bei GVMP am Anfang noch mürrischer gespielt habe und jetzt offener und lockerer durch die Veränderungen. Aber die werden halt nicht erwähnt. Nur deswegen ist sie halt lockerer geworden. Ja? Weil das ist irgendwo auch sinnvoll. Habe ich auch so bei der Bewerbung reingeschrieben, dass sie halt schon... Also, dass sie halt nicht so pessimistisch ist, ja. Schon ein bisschen, aber nicht so. Ja, ja, aber das ist Shiva. Und ich bin eine andere. Also, ich spiele nicht mich, ja? Nochmal zur Erklärung. Das ist jemand anderes. Das bin nicht ich. So wie sie reagiert und antwortet und tut und macht, ist nicht ich. Also. Ja. 100 Jahre später. Ja, da stehst du ja. Ich hab gewartet, hast du mich nicht gesehen? Nee, ich hab dich nicht gesehen. Ach so. Ich hab gewunken. Ich dachte, du hast mich gesehen und kommst deswegen in die Nee, ich hab dann gedacht, da steht doch jemand und bin mal drauf losgegangen. Ich hab mich umgezogen, mir war so heiß. Oh. Du hast voll das Hohlkreuz, Shiva. Hab ich? Ja. Was ist da los? Keine Ahnung, vielleicht habe ich doch schlecht geschlafen.
Also, das sieht sehr, sehr unentspannt aus. Kenny ist da vorne. Hat mich jetzt hier bis hierhin gestalkt, ey. Ernsthaft? Ja. Okay. Was machen die? Nein, okay, er hat mich nicht gestalkt. Das muss ich jetzt schon sagen. Ich habe ihm gesagt, dass ich hier bin. Ach so. Und die beiden Geschäftsführer sind echt cool. Und ich kam so an und er gleich so, lass mich raten, du bist die Mimi und deine Nummer ist XY, XY, XY. Ich so, Okay, ja. woher wusste er das? Ich hab einen Typen kennengelernt, der heißt Holy. 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 Und der hat mir Holy angeboten, moly, ja? ja, das habe ich auch gesagt, na, hat er gesagt, das soll ich nicht sagen. Das mag er Aha. nicht. Bin ja so viel schneller als du, bist aber auch eine Trantüte. Ja, warte mal, irgendwie geht's mir gerade nicht so gut, glaube ich. Ich muss Was soll das meinen heißen? Rücken mal. Und ja, dehn dich mal. Mach doch mal die Hände hoch. Auf jeden Warte. Fall hat er dann gesagt, dass beim Kaffee Kunterbunt die Leute, also neue Leute gesucht werden. Und im Unicorn. Wirklich. Aber du wolltest doch nicht mehr, dachte ich. Ja, ich will auch nicht mehr, aber es reizt mich schon. Shiva, das Geld war halt voll gut. Okay. Und jetzt bist Was du soll ich tun? im Überlegen, was du machst. Ja, ich schaue mir das Kaffee jetzt erstmal an. Also, falls sie mich überhaupt wollen. Und wenn ich merke, ich komme mit dem Geld nicht hin, dann werde ich doch vielleicht wieder tanzen. Oh, wie viel Ich weiß zahlen noch die denn? nicht. Ja, das haben wir noch gar nicht besprochen. Oh. Die beraten sich gerade. Und dann rufen sie mich an, haben sie gesagt. Lass mal zu den Jungs vorgehen. Warte kurz. Oh. Was tun die da? Ich glaube, jetzt geht es mir ein bisschen besser. Oh ja, sieht schon viel besser bei dir aus. Na. Man muss sich immer Vielleicht. morgens nach dem Aufstehen erstmal ein bisschen dehnen. Ja, vielleicht hätte ich das auch machen sollen. Ich bin direkt rausgerannt und habe mich so gefreut. Was machen die da? Keine Haben die einen K Oh, fuck, ich höre die Musik. Ahnung. Habt ihr einen Knall? Hm? Was? Was? Was macht ihr? Party am Morgen? Party. Natürlich. Party geht immer. Das war der Viel zu Sonnentanz. früh. Ich, Hey du! hey. Oha, die Begeisterung. Was geht bei euch? Wir warten jetzt, bis die beiden Geschäftsführer sich beraten haben. Okay. Habe ich dir doch gerade eben erzählt, Ja, Mann. aber soll ich nicht noch sagen, dass ich auch irgendwie Interesse habe, oder? Ach so, die sind gerade da drin, glaube Ich sag's ich. mal kurz. Okay. Scheiß Tür. Falsche Tür. Das ist Okay, abgesperrt. okay. Die ist da vorne, die Tür. Wo? Und, Ah, okay, danke. Kein Ding. Auch abgesperrt. Das ist Mieser aber auch Spruch. abgesperrt. Ja, wir verdienen 400, also wir verdienen jetzt $450 die Stunde. Mit was? Die Stunde? Mit was? LSC, abschleppen. Reparieren, tunen. Ah, da war ich Einmal auch schon. abschleppen. Du warst mal beim LSC? Nein, ich habe nachgefragt, wie es ausschaut. Ja, gestern bei mir. Ach ja, stimmt. Echt? Jetzt, wo du es sagst, du schaust irgendwie anders aus heute. Ja, nur weil ich keinen Blaumann trage. Ja, habe ich dich nicht mehr erkannt. Was geht? Hallo. Hallo. Ja, Hi. eine Sekunde. Warte, Mimi, ich komme gleich mit und sag, dass ich auch Interesse habe, ne? Kannst du hier dem Herrn, glaube ich. Ach so. Ah, hey. Hi. Ja, Mimi hat vergessen, mich vorhin zu erwähnen. Ich bin die Okay. Shiva. Hi. Ja, bei Und. diesen ganzen Sachen mit dem Personal so, ich habe den Personalstamm aufgebaut, also. Und tatsächlich macht die weiteren Personalgespräche macht meine Kollegin, weil ich jetzt tatsächlich schon wieder drei entgangene Anrufe hatte, nur beim Kaffee kochen.
Okay. Ich muss momentan ein bisschen viel organisieren, weil wir am Freitag halt die große neue Öff also Wiedereröffnung machen wollen. Wegen, also das macht er sich dann freier, dann musst du so kurz warten. Dann warte ich Ich kurz und dann rede ich auch wollt. mit ihr. Okay. Wollt ihr in der Zwischenzeit irgendwie was haben? Boah, habt ihr Kaffee? Zimtschnecken? Ja, natürlich haben wir Oh, Zimtschnecken. wirklich? Oha! Ich will auch eine Zimtschnecke. Geil. Eine Runde Zimtschnecke auf mich. Und einen Okay. Kaffee, bitte. Eiskaffee oder Kaffee runter Cappuccino? auf mich. Okay, das heißt, Cool. drei Zimtschnecken. Zimtschnecken. Kommt sofort. Hi. Geil. Boah, endlich wieder Zimtschnecken. Mein Leben hat einen Sinn. Jawohl! Hm. Abfahrt! Hi, du bist Shiva, ne? Ja, hi. Hallo. Jetzt weiß ich auch deinen Namen. Sehr gut. Du Stalker. Ja. Kenny, ne? Oha, sie ist Stalker. Oh. Oha, ihr beide seid Stalker. Na, Jay, du bist auch ein Stalker. Aha. Nein. Doch. Nein. Klar. Ja, was machst du plötzlich hier? Ja, wo kommst du her? Jetzt ernsthaft oder jetzt gerade? Hä? Ja, wo Hä? kommst du her? Von da hinten oder aus dem Land, aus dem ich komme? Nee, wo kommt er her auf einmal? Ah. Oha, ich gehe. Hallo. Hi. Ah, hi, wer bist du? Hi, ich bin Jay. Hi. Wer bist du? Ich bin Kenny. Hi, Ich bin Kenny. Shiva. Hi, Shiva. Was geht? Ich bin hauptberuflich Stalker und dir? Hey. Oh, wow. Ich arbeite als Abschlepper. Ach so. Wow. So, dann einmal. Ja. Versuchen, 10 Sachen gleichzeitig zu handeln. Ja, alles gut. Ich sehe ja, wie voll du die Hände hast. Kriegst du schon hin. Soll ich dir was abnehmen? Easy. Ja. Ja, Ich Shiva, nimm mal was bin da ab. schon Ich am Rumwerfen. Gib Da, mir doch mal bitteschön. die Zimtschnecken. Ich nehme die gern alle. Alles gut. Dankeschön. Danke. Bitteschön. Nee, ich verteile das jetzt pro Person. Seid ihr sicher, dass ihr das alles einzeln abrechnen wollt? Nein, nein, wir machen noch. Ich mach dreimal Zimtschnecken. Ich mach dreimal Okay, Kaffee. Bitteschön. Dankeschön. Ja, gut. Das ist sehr nett tatsächlich von euch, weil wir Ah, haben auch geil. einen Kombipreis. Ding. Ka Kaffee, Kaffee und Gebäck für 25 Dollar. Ja, dann kommen ja dann nämlich alles. So, und für dich auch nochmal die Zimtschnecke Danke. Wer hat und das jetzt gezahlt? Kaffee. Ich zahle Danke. das jetzt. Bitteschön. Okay, danke. So. Ich überlege gerade, aber die Mimi ist jetzt reingegangen, ne? Ich glaube ja. Na egal, dann rede ich einfach danach noch mit ihr. Wie heißt die Freya oder so? Ja. Tatsächlich war das aber auch eher so zwischen Tür und Angel, dass ich jetzt Firmeninhaber geworden bin. Also, Oh, der zwischen Tür alte und Angel. Inhaber hat mich angerufen gehabt. Ich habe ihn zurückgerufen. Er hat gemeint, komm an die Firma, wir müssen reden. War, Okay. hatte mit der Firma tatsächlich nichts zu tun, sondern nur mit den Personen, die dahinter gestanden haben. Sollen wir Ach, uns wenn ich. hinsetzen Ja, wir zum können Kaffee auch auf die trinken? Dachterrasse gehen. Wir haben ja auch eine Oh. ordentliche Oha, Dachterrasse ja, mittlerweile. Let's geil. go. Aber ich habe gerade schon gesagt, eigentlich hat mein Leben wieder einen Sinn, Zimtschnecken. Aha, so geht's mir auch gerade. Oha, ich Das glaube, ist hier ja ziehe ich um. richtig schön hier Hast du eine hier oben. oben? Nö. Oha. Was sagen wir? Macht's euch gemütlich. Na, ihr müsst euch mal entscheiden, wo ihr hinlauft. Dann nehme ich den hier halt. Okay. Mal gucken, ob ich da mit dem dicken Hintern überhaupt reinpasse. Du bist eh zu fett. Leute. Bist du nicht einer von der Racing League? Ich war bei der Racing League, ja. Jawohl. Okay. Und Oh, im wirklich? Pulli wahrscheinlich auch, ne? Aha. Ja, worüber Ernsthaft? wir hatten uns über das andere unterhalten, letztens auf der Strecke. Leute, Ja, richtig. was denn? ich bin mit dem Ziel hierher gekommen, um bei der Racing League Nein, einzutreten. tu es nicht. Tu Nein. es nicht. Wieso nicht? Also, ich war Fahrer Drecksladen. bei der Racing League. Ich habe dir diese Chose 6 Monate angeguckt, bis überhaupt was passiert ist. Ernsthaft? Werden da keine Rennen gefahren oder was? Mittlerweile schon. Aber Das Organisation erste gleich Mal. null. Jetzt warten wir ab, wie lange es dauert, bis das zweite irgendwann.
Ernsthaft? Ja. 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 Ach, das Die ist haben ja doch. nichts im Griff. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir selber was aufziehen mit Rennen. Jay und ich waren dort Chefmechaniker. Okay. Und ja, wie gesagt, vor 3 Tagen bin ich jetzt komplett, bin ich komplett gekündigt. Okay. Weil das geht einfach nicht hier. Ich bin ja beim LSC und ich habe gesagt, nebenberuflich, und dann haben die jetzt gerade von Montag bis mit Donnerstag das, von Freitag bis Samstag das, Sonntag Rennen. Was? Ja, also da ist jetzt gar nichts passiert und dann mussten sie alles direkt ganz schnell zeitgleich machen. Ach komm, das macht Und man dann doch gibt nicht, es das ist doch halt auch so scheiße. Teams, also ich bin zum Beispiel für das Team Unicorn gefahren so, Ja. und wir haben halt auch einfach nicht die Möglichkeit, jeden Tag mit allem Mann da zu sein. Ach Ja, stimmt, du natürlich warst das, genau. nicht. Ja. Wie soll das gehen? Ach, die haben Ich doch war einen der, ich war Knall. der, der angemault worden ist, weil er angeblich wieder in der Safety Car überholt hat. Okay. Ja, weil ich bin Ich habe irgendwie Rennfahrerin. nur noch was mit Abstechen oder so im Kopf. Hä? Was? Von was redest du? Was? Das mein Ding, du meinst das Hansel, die hier die Rennleitung abstechen wollten? Ja, okay. Ja, ich bin tatsächlich Rennfahrerin und wollte halt hier in Los Santos auch mein Glück probieren und habe eben Dann mach davon dein gehört. eigenes Ja, gut. Ding. Okay. Zweiradsport oder Vierradsport? Vierrad. Ja. Dann hast du Racing hier League ist Zweirad. die Racing League ist von Vierrad auf Zweirad umgesprungen, mal eben schnell. Ernsthaft jetzt? Ja. Ja. Warum? Wir hatten auch alle Bock auf Auto und dann kam Motorrad Es und ist doch ja. total dumm. Ja, du Eine musst aber so Racing sehen, League, die Motorräder du, fährt. du konntest hier keine Rennen fahren mit den Autos auf der Strecke. Doch, habe ich auch Warum gemacht. nicht? Habe ich mit Macht Travis mal halt eine auch andere Strecke, wenn es ist, aber man kann doch auf jeder Strecke Auto fahren. Ja, aber der Luftauftrieb hinten, du konntest nicht richtig überholen. Wenn du dem Auto irgendwie 4 Meter zu nahe kamst oder so, dann Danke, bist du Aki weggeschleudert Bosner. worden. Danke für dein Follow. Ja, dann muss man es halt irgendwie anders organisieren, aber das kriegt man doch hin. Ja, das dauert aber zu lange, dann kommen die wieder im Verzug und dies und das. Ja, aber das soll ja auch Spaß machen. Dann plant man das halt ordentlich und dann schaut man die Strecken, fährt in Ruhe ab und so weiter. Ja, aber nach 6 Monaten haben die es immer noch nicht gebacken gekriegt, also da ist nichts mit Spaß. Ja, aber da ist irgendwas organisatorisch im Arsch. Ja, ein bisschen. Das auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, die Orga lief eine ganze Zeit irgendwie parallel mit Pegasus in der Stadtverwaltung, dann auf einmal nicht mehr, dann hat sie jetzt irgendeine Furie und. Okay. Ja, alles klar. Und das ist auch die Man muss sich, einzigen, ja, die man hier muss sich eigentlich Rennen überlegen, fahren. man zahlt 25, also wir als Rennteam haben 25.000 an die Racing League bezahlt, um da reinzukommen, und die fängt an, bei uns zur Welle zu schieben, weil wir sagen, dass wir nicht 24 Stunden auf Abruf stehen können. Wirklich? Ja, und dann schmeißen die Leute auch noch raus, weil sie nicht Ja. können den Abend. Ja. Okay, was spricht dagegen, ein eigenes Ding aufzuziehen? Was Versuch's dagegen mal bei der spricht? Stadtverwaltung. Ja, die Stadtverwaltung spricht dagegen. Ja, okay. Gibt die Was? Racing League, die ist halbstaatlich und das. Oder ist sie vollstaatlich? Weiß ich gar nicht. Halbstaatlich, ne? Halbstaatlich. Das ist So, vielleicht schon und. das Problem. Ja? So, was Alles muss vielleicht andere mehr im sind. Untergrund laufen? Alles. Genau, alles andere sind eher diese Sachen, die so. Naja. Also, es Mhm. gibt auch so einen Motor. Motor klappt, glaube ich. Ja, der ist aber auch ganz neu, ne? Ja, in diesem Motorclub will ich eventuell gucken, ob ich da mal meinen Dukes hinbringe. Okay, Weil was immerhin machen ist auch die? immer noch ein Einzelstück so. Was machen die da? Das ist Tuning-Szene, also werden die halt safe auch mal Rennen fahren. Ah, das wäre Aber ja auch ganz hauptsächlich nice. Tuning-Treffen und sowas. Na, zumindest etwas, ne? Also rennen muss ich dann wohl Auf dem letzten Tuning-Treffen vom LSC durfte ich privat nicht machen. mitfahren. Scheiße, ey. Na, Ja, erstmal auf den bitte. Italy sparen. Erstmal auf den Italy sparen. Ja, gut. Ja, dann Spaß mal. Mein Fuhrpark ist ausgedehnt genug. Was kostet eine Italy? 187, glaube ich, Ja, da neu. muss ich noch sparen. 187 neu und Gebrauch kriegst du für 170, sowas. Ich will den Okay. Reaper haben. Okay, Ja, ich stell gleich bedarf? 5. Reaper Italy? kaufen. Ja, nur zum Ja, Fahren, ne? 5 Nicht kaufen. Italis. Ach Ja. so. Kannst mir einen abgeben. Okay. Ja, mein Reaper steht tatsächlich im Hof momentan. Auch nett. Hey, muss ich mich mal fahren lassen bei Gelegenheit? Glaube nicht, dass du eine Kiezkarre fahren willst. Natürlich. Juckt mich doch nicht. Da kannst du die Polizei vorneweg schon mal anrufen. Ja, und sollen sie mich da Oh Mann. anhalten? Was sollen sie machen? Nerven.
Hey Bruder, du glaubst gar nicht, wie geil das ist, wenn du angehalten wirst. Ich habe letztes Mal komplett so viele Sachen bei gehabt, ne? Und ich arbeite aber bei LSU ja voll durch. Ja, Wirklich? das hatte ich nämlich letztens auch. Ich hatte allerdings gesehen, dass hinter einem Burrito, den ich begleitet habe zum Exporteur, habe ich auf einmal so, ne, Zebra fahren sehen und dann habe ich gedacht, so, okay. Ich hatte mit dem Duke so circa 50 Meter Vorsprung, habe einfach mal voll durchgetreten und direkt hinten rausgezogen, Blaulicht. Okay. 80 km/h zu schnell auf ein kurzes Stück, okay. Ja, also es wird immer interessanter für mich, Mechaniker zu machen. Ja, LSC. Also ich sag mal so, wie gesagt, wenn ich an der Grenze bin oder so, ne, selbst wenn ich einen Kofferraum jetzt voller was weiß ich, voller Weed hätte, ne? Ich Was sag du einfach, natürlich nicht hast. was ich natürlich Natürlich nicht habe, nicht. nein. Natürlich. Ja. Ich sag einfach nur, ich bin vom LSC oder so, ne, die kontrollieren mich nicht gar nichts. Okay. Ja, das war eh meine Überlegung, das zu machen. Mit den Rennen muss ich halt mal gucken, wie es läuft, aber ich will auf jeden Fall was mit Autos machen. Also illegale Straßenrennen wären nice, ey. Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade so ein Straßenrennen bisschen kannst du gedacht, dir das alle wäre schon gucken. geil. Unten. Aber da Okay. brauche ich auch erstmal jetzt ein geiles Auto, also erstmal einen Job. Wie war das? Ich muss sagen, ich will es machen und dann zum Vorstellungsgespräch kommen, oder? Du kannst mir gleich mal deine Nummer geben, gibst mir einfach deinen Namen. Ich schreibe mir das Ja, auf. ist doch Kenny. Hätte nicht Hast zugehört. du dein Handy da? Warte. Schieß mal los. 961 535. Korrekt. Der Ach so, meldet okay, sich sehr eh nie gut. wieder. Was? Wer Ja, wollte meldet gerade sagen, sich? man kennt. Der meldet sich eh nie wieder. Oha, was soll das denn heißen? Hast du Qualifikation? Meinst du mich? Ja, klar. Ich weiß, ich war gerade So, ich muss verwirrt. mal ganz kurz runter ins Büro. Irgendwas funktioniert schon wieder im Computer nicht. Ja, machen Ja, wir. ich. Wir kommen gleich wieder zu euch. ich habe Korrekt. in Japan, okay, ich habe in Japan schon als Mechanikerin gearbeitet. Und ich weiß halt nicht, ob das anerkannt wird irgendwie. Wird anerkannt, ja. Aber du bist trotzdem Und Praktikantin bei uns, ne? Weißt du ja, ne? ja, klar. Und ja, ich liebe Autos, alles, was damit zu tun hat. Ich bin Rennfahrerin, ich bin in Japan für den Midnight Club gefahren. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt. Ja. Mal kurz notieren. Arbeitet in Japan als Mechanikerin, liebt Autos, ist Rennen für Midnight gefahren. Genau. Korrekt. Ja. Der Kaffee ist voll lecker. Wow, der ist richtig gut hier. Vorsicht, Schwertransport! Dann muss ich öfter herkommen. Oha, schieb mich da nicht vom Stuhl. Doch. Nee, doch. Hey, Fächtlich hin. Penner. Ja, komm. Und der Cop ist dein Freund, oder was? Wie Freund. Ja, du warst doch gestern mit dem Cop da, oder nicht? Ein Freund von mir, ja. Was, ist nicht dein Freund? Nein. Ich habe den gestern kennengelernt. Okay. Oh, das können die Cops ganz schnell. Ja. Wirklich? Das können die richtig schnell. Oh, ist die Zimtschnecke Ja. geil. Ich habe schon so Dann lange warte keine mal mehr ab auf gehabt. deren Anmachsprüche. Ich habe es schon live miterlebt mit einer Kollegin von uns. Wirklich? Aha, so flache Anmachsprüche habe ich noch nie gehört. Okay, aber der war echt in Ordnung. Er hat mir einfach nur alles gezeigt hier. Ja, manche sind doch okay. Ja. Ja, manche ja. Ja, wir vom LSC können auch geile Dingesprüche haben, ne? Geile Abschleppsprüche. Ja. Ja, klar. Ja, kannst du rappen? Meinst du mich? Ja. Nee. Schade. Wieso? Keine Ahnung. Hätte ich cool gefunden. Ach so. Nee, das ist nicht meine Musik. Was ist dann deine Musik? Also so höre ich am liebsten Metal. Und beim Autofahren ein bisschen was anderes. Okay, was hast du beim Autofahren? Das musst du mir mal eine schnelle Karre geben, dann hau ich meine CD rein. Soll ich meinen Sultan holen? Ist das Gleichwissen. Jay, soll ich meinen Sultan holen? Mann. Ich schau mal kurz den Sultan. Okay. Jetzt will er es aber wissen, Aber ich auch. hm?
bleibt denn die Mimi, ey? Wahnsinn. Nee, 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 aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Mhm. Ich merk schon. Da ist die Polizei. Guck mal da. Hier sieht man echt alles, das ist voll geil. Ja, dann schauen wir doch mal, dass du dann was beim LSC kriegst. Ja, wäre eigentlich schon geil, also schon Interesse auf jeden Fall. Ach, da kriegen wir hin. Geil, sie hat hier jetzt das Vorstellungsgespräch für das Café und ich quatsche mit euch. Ja. Direkt das nächste. Die Frage, was du eher haben möchtest, Café oder... Ja, lieber zum LSC. Siehste. Das Café war für mich nur so eine Notlösung, wenn ich halt nichts anderes bekomme. Beziehungsweise... Kellner ist langweilig. Ja? Kein Spaß, Kellnern. Ja, ich war mir halt nicht so ganz sicher. Ich bin ja auch gerade erst eingeflogen, ob ich dann direkt schon eine Ausbildung machen will und so, ob das nicht ein bisschen stressig für mich wird, aber eigentlich habe ich voll Bock drauf. Ach, das ist ganz entspannt beim LSC. Ja, nachdem ich euch zwei jetzt ein bisschen kennengelernt habe, habe ich das Gefühl auch. Eine lustige Truppe. Und ich habe auch keine festen Zeiten und so, ne? Ja, richtig. Ja, das ist schon gut. Braucht man eigentlich einen guten Orientierungssinn? Der LSC. Nö, aber das kommt ja alles mit der Zeit. Okay. Die ja. Fahrzeuge haben alle Navi eingebaut. Ah, okay, gut. Ich irgendwo hin muss und einen abschleppen muss und das dann erstmal nicht finde oder so, wäre ein bisschen blöd. Ja, das kannst du halt direkt übers Tablet direkt dahin den Wegpunkt setzen. Ah, okay. Ist der Kollege schon weg? Ne, der holt nur kurz ein Auto. Ach so. Ach ja. Der will's wissen. Mhm. Er will's wissen? Ja, ich hab nichts dagegen. Ich fahr gerne schnelle Autos. Gleich wieder da. Wo ist eigentlich die Mimi? Nach unten? Nach unten gerade. Die muss gerade noch ein paar Sachen machen. Okay. Wartet mal kurz 2 Minuten auf mich. Ja. Geht. Na? Das geht. Das ging schnell. No. Ja. Gerade erstmal fast ein Cop-Auto hier weggeballert. Ja, ich hab die Cops gesehen. Was holt der jetzt? Keine Ahnung. Ah, der holt bestimmt den Reaper. Wir sollen warten. Ha? Ja, wir sollen warten. Ja. Habt ihr schnell das Auto angesprochen? Mhm. Dann holt er den Reaper. Okay. Meinst du? Ja, dann holt er jetzt den Reaper. Ja, der Nachteil ist 2 Sitzer, ne? Oh, Alter, Reaper, ne? Ohne Witz. Der ist ein geiles Auto. Ich hab den gestern noch abgeschleppt. Gestern oder vorgestern? Das Ding hat so eine böse Beschleunigung, ne? Wenn man die abschleppt, kann man nicht auch mit denen fahren, oder? So. Auf dem Hof, ja. Kann man? Natürlich. Okay, das ist richtig geil. Ich gehe auf jeden Fall zu euch. Was meinst du, wie oft wir schon hier Dinge die Autos einfach auf dem Hof mal kurz gefahren haben oder wenn wir die in die Halle reinfahren? Ja, ja, genau das dachte ich gerade. Ja, voll geil. Obwohl der Neon auch geil ist, aber Elektro. Letztes Mal mit dem Raiden habe ich 120 rückwärts geschafft, richtig gut. Oha. Aber auch von der Beschleunigung her richtig übertrieben, halt am Rückwärtsgang, ne? Ja, kann man mal machen, ne? Ich kann mir nachher ein gutes Wort für Shiva einlegen. Ja. Das wäre auf jeden Fall nice. Ging mal hin. Ja. Ich muss mich jetzt erstmal wieder abkühlen. Ich denke gerade an den Reaper, ey. Warte. Schon besser. Okay. Oder noch ein Eiscafé. Ich habe keinen mehr. Ich habe nur noch Zimtschnecke. Hast du die noch nicht gegessen? Die habe ich mir direkt gegönnt. Ich auch. Ich habe erstmal ein Stück abgebissen, ich muss mir die auch verwahren. Musst du die aufteilen? Na klar. Okay. Nee, das schaffe ich nicht. Ich auch nicht.
Sowas Geiles. Wir haben zwar geiles Essen in Japan, aber sowas wie so, einfach so Zimtschnecken oder so. Beste. Was macht er denn da? Man muss ja 3 Tage bei dem Praktikum am Stück da sein, ne? Ja, was heißt am Stück? Muss man nicht? Nee, muss nicht am Stück sein. Hey, darf ich den mal fahren? Ja, können wir gleich machen. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe verstanden, man muss die 3 Tage am Stück da sein. Nein, nein. Nee, du musst nicht 3 Tage am Stück. Ach so. Nur 3 Tage Praktikum. Ja. Aha. Ja, Ah, 3 Tage einfach Anwesenheit in der Firma. okay. Ah, okay. Genau. Ja gut, das ist kein Bisschen Problem. hochstellen und dann geht das schon. Weil Drei Tage am Stück. ich bin Kannst meistens du ja nicht immer schaffen. Montag, Dienstag und Donnerstag viel unterwegs, deswegen kann ich, Alles also es. Ausreden, außerdem musst du noch hier, wenn du hier arbeiten willst, musst du hier auch eine gewisse Mindeststundenzahl leisten. Was? Beim LSC musst du deine Seele an LSC verkaufen. Ja. Ja, meine Seele haben die Autos sowieso schon. Wollen Korrekt. und direkt abkassieren, oder? Hab bitte nicht direkt abkassieren. Ich hab kein Geld, ich bin arm. Haben wir Ja. erledigt. Okay. Coolie. Und wie schaut's aus? Ja, ich bin jetzt drin. Glückwunsch. Mittendrin Hamilton stand auch dabei. Danke. Was? Mittendrin statt nur dabei, hat er gesagt. Ja, ich freue mich. Dankeschön. Wie ist das mit den. Was? Nee, es passt schon. Ich wollte eigentlich noch fragen mit den Arbeitszeiten. Oder sollen wir das unter 4 Augen klären? Achso, ihr habt den Dings gar nicht fertig gemacht, oder was? Ah, nee. Steht noch gar nicht Doch, drin, du wirst aber wollen. da steht nichts drin, ja. Ich habe gerade irgendwas auf der. Ah, jetzt geht's. Jetzt. Ah. Meine Brille war gerade ein Ich bisschen glaube, sie hat schief. So. Schlagseite. Ich glaube, sie hat so Schlagseite. Aber das ist die Mimi, das ist ganz normal. Die hat immer ihre komischen Anfälle. Und dann findet sie wieder irgendwas nicht so hübsch und keine Ahnung. Muss sich alles zurechtrücken. Apropos nicht so hübsch, ich brauche immer. Oh, fuck. Brauchst du doch hässlich angestellt oder was? Was? Nee, Kenny steht parat. brauche für morgen zur Eröffnung. Keine Ahnung, kennt einer von euch diese Lucy vom Stadtpark, Lucia oder so? Nee. Aber den Namen habe ich jetzt schon öfter Ja, gehört. aber da Die treibe ich mich auch nicht rum. spielt Gitarre am Stadtpark und die hätte ich gern zum Freitag tatsächlich für die Reopening hier. Kenny kann auch Gitarre spielen. Hä? Nee, kann ich nicht. Ja, aber so 2, 3 Stunden bräuchte ich jemanden, der hier wirklich dann mal ein bisschen entspannte Gitarrenmusik so im Hintergrund hat. Ich schreibe doch einfach mal Wüsse. Ich hab jetzt schon SMS geschrieben. Ihre Nummer habe ich schon organisiert bekommen, aber sie hat noch nicht geantwortet. Na, ist auch noch früh, ne? Die spielt ja meistens immer von 18 bis 0 Uhr im Stadtpark. Letztes Mal war auch geil, ne? Wir waren um 22 Uhr, sind wir am Stadtpark vorbeigefahren, da war die im Spiel, ne? Um 1 Uhr bin ich dann nochmal vorbeigefahren, die stand in derselben Position und war immer noch im Spielen. Wow. Krass. Die hat richtig Bock gehabt. Kann man mal machen. Ja. Da habe ich ihm auf jeden Fall mal Geld gegeben, war eine straighte Aktion von ihr, so, ne? Waren da auch ein paar Leute oder war sie so ganz alleine? Ja, um 22 Uhr waren da ein paar Leute, um 1 Uhr war Meins? halt ein bisschen leerer, ne? Aber ich fand die Aktion cool. Ja, finde ich auch. Ja, ich hatte sie nämlich angeschrieben, so, weil ich will halt dann auch mal irgendwelche Künstler pushen, die nicht vielleicht irgendwo in jeder verdammten Firma schon mal Musik gemacht haben, weißt du? Na. Wenn man jemanden vom Stadtpark ein bisschen pushen kann, warum nicht? Weißt du, wen ich vermisse? Hm? Den Typ von der Waschanlage aus der Westside. Ja, Der war auch gut. ganz witzig. Was ist mit dem? Kommt er nicht mehr zu euch? Nee, der hat ja mal eine Waschanlage, der hat die Autos schön geputzt. Ach, der hat die Waschanlage nicht mehr, oder wie? Ne, irgendwie nicht. Irgendwie geht der da nicht mehr. Ich habe auch von dem nichts mehr gehört, irgendwie. Also nicht gestorben. Nee, hoffe nicht. Hoffe ich nicht. Ja, Hat wer der. weiß, du, was ich da gestern Ah, alles erfahren habe nichts. über die Gangs hier, da muss man echt Wirklich. aufpassen. Was mit den Gangs? Dass man da echt aufpassen muss, habe ich gestern bei der Führung gehört. Naja.
Aber gut, das hat mir auch der Ja, Kopf die erzählt, Führung keine war ja auch im Ahnung. Kopf. Ja. Der hat gemeint, das ist voll gefährlich und ich soll bloß nicht zu dem Platz und keine Ahnung. Soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Es gibt eine Gang hier, wo du hingehen kannst, die noch am humansten sind. Und das sind die Bloods. Wirklich? Ja. Ach, okay. Und es gibt Das. irgendwie zwei Bloods, ne? Genau. Es gibt einmal die Crenshaws und einmal die Westsides. Und Und die die sind Westsides beide in sind. Ordnung, oder wie? Bitte? Sind die beide in Ordnung, oder? Die Crenshaw, die drehen irgendwie durch momentan. Okay. Aber die Westside-Bloods, mit denen kann man quatschen. Okay. Ja, solange man nicht in ihr Revier reinläuft, ne? Na, ich sag mal, wer in die Hut von denen reinläuft, ist auch blöd, ne? Ich, ja. Ich sag mal, als Neuling, okay, kann ich's verstehen, aber wenn man schon irgendwie so zwei, drei, vier Monate hier Verlaufen. ist und trotzdem mal durchläuft. Er ist ein bisschen blöd. Ja. Das gilt ja auch dann schon als Provokation. Ja, könnte schon so ausgelegt werden. Ja. Wie machen wir das denn dann? Sollen wir dann irgendwann noch ein Vorstellungsgespräch irgendwie organisieren oder? Ich gebe nachher die Daten weiter an den Chef. Und er meldet sich dann. Ich werde noch ein bisschen Nachdruck verleihen. Okay, cool. Vielleicht denke ich mal irgendwie eine Geschichte aus oder so. Kannst ihm ja sagen, dass es Montag oder Dienstag bei mir ganz gut passen würde. Also Dienstag, Donnerstag, okay. Was? Was? Montag oder Dienstag? Aber montags ist mittags am besten, Dienstag ist eigentlich der ganze Tag und Donnerstag auch. Ich hab doch gesagt, Mittwoch und Donnerstag hörst du mir nicht zu. Ey. Ja. Was denn? Das ist echt ein Knall. Okay. Und Hi. kein klein. Oh. Lieber, ich stempel mich noch eben schnell aus, ja? Was, du stempelst dich aus? Ja. Ja, man muss sich ein- und ausstempeln hier bei Berufen. Ja, BWO. aber wieso ist sie überhaupt schon eingestempelt? Ja, weil sie gerade den Vertrag unterschrieben hat. Ach so, und dafür muss man sich einstempeln, okay. Bestimmt einmal zum Probestempeln. Ah, verstehe. Wow. Hi Jay, wir müssen viel mal aufmachen. Wir lassen Frauen auch Probestempeln. Okay. Korrekt. Was denn für eine Firma? Keine Ahnung, Eine Wrestling Firma oder so. Stempelfirma? Wir schleppen alles ab. Eine Abschleppfirma. Ja, wir müssen mal so illegale Rennen machen Ja, auf jeden Fall. hier. Bin ich voll dafür. Shiva wird dann Ja. unsere Fahrerin. Klar. So, jetzt noch auf die Mimi warten und habt ihr dann noch was vor oder Ja, du musst doch gleich arbeiten? erstmal. Du musst mir doch gleich zeigen, hier, wie das mit dem Fahren funktioniert. Ach so, aber ich kann ja die Mimi nicht alleine stehen lassen. Ist ein Viersitzer. Viersitzer. Ach, scheiße. Warum meinst du, habe ich dir extra den Sultan genommen? Weiß nicht. Na, wird sie mir mäßig freuen. Sie kennt meine Musik. Das ist schon gut, wenn sie sich freut. Dann sitze ich gleich im Auto so. Ja, oder sie springt raus. Oha, nein. Ja, dann setze ich mich mit da hinten, halte ich sie fest. Okay. Korrekt. Hey, ihr seid noch nicht so lange hier jetzt, ne? Nee, seit Dienstag. Oha. Dienstagabend. Ihr seid der richtiges Frischfleisch. Ja. Und kennt ihr den, wie heißt der? Love? Irgendwas mit Love. Das war mein Beamter, der mich der die Einreise gemacht hat. Sag mir nichts. Der Ja, auch war nicht. ja Wahnsinn, ey. Der hat erstmal die Mimi entführt. So. Ah, ich habe mich jetzt gar nicht ausgestempelt. Ups. Mimi. Aber deswegen bist du doch rein. Ja, ich habe jetzt irgendwie im Kühlschrank rumgeguckt. Apropos, ich Wieso? habe so Hunger. Dann bestell dir noch Ja, was. was ist? Oder Nee, so. ich hab noch einen Brownie dabei. Bestell dir doch was. Ich kann es mir selber eigentlich holen. Ach so, na dann mach. Aber kassier dich auch ab, ne? Ja, das gilt auch mal herauszufinden, ob ich Prozente, Mitarbeiterprozente kriege. Kannst mal nachfragen. Oh, ein Hackbraten mit Kartoffeln? Wie geil ist das denn? Wer hat das gekocht?
Ich hab grad, irgendjemand, wer hat mir gerade einen Nachbraten hier zugesteckt? Ich sage nichts zu nur meinem Anwalt. Dankeschön. Kannst du kochen? Dass ihr nicht verhungert hier. Ich kann kochen, ja. Bin ich mal gespannt. Ich probier den später mal. Dankeschön. Mhm. Also, ich wollte doch gestern Sushi haben, ne? Oh, Sushi. Ich hab voll viel Sushi. Wirklich? War klar. Ich weiß, wer das beste Sushi hier macht. Wer? Ja, du nicht. Natürlich mache ich beste Sushi, die Penner. Nein. Wer denn? Anna. Wer? Nee, die macht nicht mehr. Die hat aufgehört mit Sushi. Ja, die macht das aber besser als du. Nee. Doch. Ich habe das gleiche Rezept wie die. Ich kann auch Sushi. Trotzdem besser. Ist mit mehr Liebe gemacht als von dir. Und ich mache sehr, sehr gerne Ramen. Doch. Ramen, boah, Ramen, mega. Mhm. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Ey. Ja, wir hatten ein Ramen-Restaurant in Japan. Deswegen. Ach, du kommst auch aus Japan? Ja. Korrekt. Deswegen sind meine Eltern mit mir, als ich 5 war, nach Japan gezogen. Weil mein Vater, der Halbjapaner war, also wir waren da vorher noch in Deutschland, unbedingt einen Ramenladen aufmachen wollte. Ich war so ein Ramenladen, der fehlt dir richtig. Ich werde Dauergast. 24-7. Naja, die Erfahrung habe ich. Aber ich glaube, das möchte ich erstmal nicht. Ja, Gastro ist auch aktuell schwierig. Ich habe dann die Bestellungen, als ich 16 war, ausgefahren für meinen Vater. Da habe ich gemerkt, wie sehr ich Autos mag und schnell fahren. Da ist der Reaper weg. Tja. Boah, ich muss irgendwie zusehen, dass ich jetzt Rahmen bekomme. Jetzt habe ich da richtig Bock drauf. Oh, tut mir leid. Ich kann jetzt leider gerade keine kochen hier. Boah, ich war vor 2 Jahren bin ich mal nach Deutschland geflogen, nach Düsseldorf. Mhm. Und da ist dann so eine Convention gewesen, so hier, wie hieß das nochmal? Ich habe gehört, dass es da die Gamescom gibt. Ja, da war sie die Anime-Japan-Convention in Düsseldorf. Ah, okay. Das ist so ein Japan-Tag und das war richtig gut, da gab überall Rahmen. Das glaube ich dir. Na, den Gamescom, den gibt es auch in Deutschland, ja. Ja, aber ich weiß nicht, wo die... Ich habe nochmal gehört, dass es das irgendwie gibt, aber... Wo genau, keine Ahnung. Also, Kolokne oder so heißt die Stadt. Ah, okay. Kolonie. Alles klar. Keine Ahnung. Was für ein Dorf? Ist das ein Parfüm? Ja, da müssten wir aber auch mal hin, Jay, ey. Wohin? Ja, so zu dieser Gamescom da. Das kann man machen. Müsste man eigentlich voll mal hinfliegen nach Deutschland. Korrekt. Wer kümmert sich hier ums Business? Das mache ich dann. Okay. Korrekt. Aber du kennst das Business gar nicht. Ja, Business. Aber ich mach's dann schon. Das sollte heißen, sie möchte es kennenlernen. Mhm. Ich glaube, die schmeißt das Business sogar. Mhm. Und wenn alle Stricke reißen, fährt sie einfach weg und gewinnt. Ja, oder ich koche einfach Ramen. Freuen die Leute sich auch. Aber wir haben kein Restaurant. Ja, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr wiederkommt. So. Was ich dann aus dem Laden gemacht habe. Vielleicht haben wir nicht mal einen Laden. Ja. Aber dann haben wir einen, wenn ihr wiederkommt, ne? Ja. Ja, genau. Dann haben wir einen Rahmenladen mit Lieferfahrzeugen. Klar. Die ganzen, die ich abgeschleppt habe, sind dann die Lieferfahrzeuge. Gehen nicht mehr zurück. Oh, hat der bitte Chef davor 12. Ich nehme Reaper. Ich nehme Chef davor 12. Und ein Camacho. Ja, oh, ich will in Italy. Ey, wie lange braucht die Frau zum Ausstempeln? Ich finde den Stempelkasten nicht. Ja, ich glaube auch. Naja, solange sie die Tür findet. Oder sie hängt wieder am Kühlschrank. Sie ist schon leicht verwirrt, ne? Ja, leicht. Aber sie hat sich gestern 1000 Dollar verdient. Mit was? Hm? Mit was? Ich hatte gestern einen ganz großzügigen. Oha, was habe ich verpasst? Na, ich habe ja gestern einen Tattoo-Termin gehabt, ne? Mhm. Ihr wart ja auch da. Mhm. Und bevor du ja da warst, wurde ihr angeboten, sie kriegt das nächste Tattoo für 25% günstiger, wenn sie Händchen hält, ne? Ach, sie musste Händchen halten. Ah, das hat sie nicht gemacht.
Ach ich so. habe das nicht gemacht. Ich habe das gemacht. Ja, bei mir hinterher. Ja, das stimmt. Und dann hat sie halt 50% Rabatt fürs nächste Tattoo bekommen, weil ich ihr das Geld dafür gegeben habe. Ah. Ja, ja, ich will auch noch ein Tattoo haben. Ich muss mal schauen wegen einem Termin. Hey Jay, guck mal bitte. Ich hab heute Abend. Hey Jay, ich hab gehört, ne, du gibst ja 50% Rabatt, ne, wenn sie Händchen hält. Aha. Korrekt. Was für ein Tattoo machst du? Der will dasselbe wie auf der Brust. Nee. Du wolltest dasselbe, stimmt's, Kenny? Du wolltest auch Dragons. Nee. Darf er das denn überhaupt, Mimi? Hahaha. Ach ja, da war ja was, ne? Außerdem, nee, habt ihr mal gesehen, meine Arme sind full, da passt nichts mehr drauf. Ja, ist auch vielleicht besser so, ne? Reicht ja auch irgendwann. Ich bin auch noch nackt. Tätowierte sind Kriminelle. Ja klar, ja, alle. Asoziale. Asoziale. Ja. Deswegen habe ich keine Tattoos. Oh. Oh, war nur ein Scherz. Ich habe auch keine Tattoos. Aha. Ich habe tatsächlich noch keine, aber ich will noch unbedingt eins. Ne? Oder zwei. Na, muss man schauen, wegen Geld und so. Shiva, was ist denn jetzt eigentlich mit dir? Hast du jetzt gefragt? Ja, der Plan hat sich jetzt, während du da drinnen warst, ein bisschen geändert. Hä? Ja, ich werde wahrscheinlich zum LSC gehen. Nein! Aber vielleicht ganz cool. Ja, sie möchte abschleppen, weißt du? Ja. Ja, ich weiß. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die ist richtig gut im Abschleppen. Glaube ich auch so. Oha. Autos. Ja, wir reden doch vom LSC, was denkst du denn? Also ich bin auch gut im Abschleppen, ich bin gut darin, wirklich, ja. Ja, Profi. Ja, Profi-Abschlepper. Profi-Abschlepper. Mhm. Ja, meine Autos, Überlegung. Aber Autos und Motorräder rede ich, ne? Ja, ich habe noch viel hin und her überlegt, ob ich lieber Taxi fahren will oder zum LSC, aber... Taxi fahren lohnt sich gar nicht in der Stadt. Lohnt sich langweilig. Nicht? Naja, lohnt sich überhaupt nicht. Verdient man auch nicht so gut wahrscheinlich, ne? Nö. Nee, ich bin jetzt schon, glaube ich, ganz gut aufgehoben bei euch. Da habe ich Bock drauf. Jetzt hätte ich ja schon Bock, ne? Worauf? Auf deine Fahrkünste kurz mit deiner Musik. Wollt ihr direkt ein Rennen fahren, oder? Du hast kein Auto, mit dem wir ein Rennen fahren können. Ja, schade. Du hast kein Auto. Aber du hast kein Auto. Nein, er hat ein Auto gebracht. Nein, du sollst ja in dem Dingen sitzen, in dem Sultan. Ich will den Pferd. Mhm. Aber wir brauchen noch einen zweiten, der... Ich will erstmal seine Fahrkünste so sehen. Und ich will deine Musik hören. Das hörst du aber nur bei einem Rennen. Musik. Okay, dann holen wir noch ein Auto. Ja, dann steig mal ein in den Sultan. Wollt ihr jetzt ein Rennen machen? Ich sollte vielleicht einen vorläufigen Führerschein holen. Ach, okay, nicht. Polizei Income. Andererseits bringt mir der vorläufige Führerschein auch nichts bei einem Rennen. Lieber, wollen wir dir jetzt den Job besorgen gehen? Nach dem Rennen? Keiner da. Das funktioniert gerade noch nicht, genau. Hä, aber ich habe doch mein Motorrad hier. Das soll ich gegen dich fahren? Warte. Soll ich gegen dich fahren mit deinem Motorrad, oder wie? Ja, steig kurz ein. Hol mal.